Achtung, aufgepasst, hier kommt eine schwere Last, ganz ohne Hemd und Hose, in einer Konservendose, in einem großen Pappkarton, per Post ins Haus, ein lieber Sohn. Die Frau Berti Bartolotti saß im Schaukelstuhl und frühstückte. Sie trank 4 Tassen Kaffee und aß 3 Brötchen mit Butter und Honig und 2 weiche Eier im Glas und eine Scheibe Schwarzbrot mit Schinken und Käse und eine Scheibe Weißbrot mit Gänseleberpastete. Aber die Frau Bartolotti aß nicht nur, sie arbeitete auch. Sie knüpfte die schönsten und buntesten Teppiche in der Stadt. Weil die Frau Bartolotti beim Essen und Trinken schaukelte, Schaukelstühle sind ja schließlich zum Schaukeln da, bekam ihr hellblauer Morgenmantel braune Kaffeeflecken und gelbe Eierflecken. Die Frau Bartolotti stand auf, schleckte ihre honigverklebten Finger ab und sprach zu sich: Jetzt wirst du dich waschen und ordentlich bekleiden und an die Arbeit gehen, aber hurtig. Wenn die Frau Bartolotti mit sich selber sprach, sagte sie zu sich immer: Liebes Kind. Die Frau Bartolotti ging also ins Badezimmer. Da sie ihre 7 kleinen und 4 großen Goldfische gestern aus dem Aquarium in die Badewanne getan hatte, beschloss sie, mit einer schönen, warmen Dusche zufrieden zu sein. Leider klemmte die Falltür von der Duschkabine. Eigentlich klemmte sie nicht, sondern ging deshalb nicht auf, weil die Frau Bartolotti einen Wäschestrick 4-mal kreuz und quer vom Fenster zur Duschkabine gespannt hatte, um darauf ihre Wäsche zu trocknen. Aber die Frau Bartolotti wusste Rat. Dann wirst du dich eben chemisch reinigen, liebes Kind. Die Frau Bartolotti holte einen Wattebausch und eine große Flasche aus dem Badezimmerschrank. Sie schüttete rosa Saft aus der großen Flasche auf den Wattebausch und rieb dann mit dem Wattebausch emsig über ihr Gesicht. Der Wattebausch wurde ganz bunt. Er wurde rot vom Lippenstift und schwarz von der Wimperntusche und braun vom Augenbrauenstift und grün vom Lidschatten und dunkelblau vom Lidstrich. Dann holte die Frau Bartolotti etliche Tuben und etliche Fläschchen und Stifte aus dem Badezimmerschrank und malte ihr Gesicht wieder rot und schwarz und braun und grün und dunkelblau an. Die Frau Bartolotti war mit ihrem Gesicht zufrieden. Heute hast du einen jungen Tag, liebes Kind. So jung, wie es nur geht, so schön wie möglich. Liebes Kind, es hat geläutet. Wer kann das sein? Vielleicht der Geldbriefträger, hoffentlich. Ich kann Geld gebrauchen, wo heute alles so teuer ist. Nur meine Teppiche, die sind billig, jedenfalls soweit es mich angeht. Die Teppichhändler bekommen dafür 3-mal so viel wie ich. Ach, liebes Kind, du musst aufmachen gehen, sonst geht der Geldbriefträger wieder weg, wenn dir es überhaupt ist. Ach, endlich! Endlich kommen Sie. Verdammt schweres Ding. Mindestens 20 Kilo. Also doch nicht der Geldbriefträger? Nein, der Paketpostbote. Aber ich erwarte gar kein Paket. Sind Sie Frau Bartolotti oder nicht? Natürlich bin ich Frau Bartolotti, das wissen Sie doch. Können Sie lesen, was für eine Adresse auf dem Paket steht? Firma Bartolotti und Company, Handweberei und Handknüpferei. Die Company habe ich erfunden. Das klingt vornehmer und solider. Liebes Kind, das scheint ein Wollpaket zu sein. Der Paketpostbote schleppte das Paket durch den Flur in die Küche. Und die Frau Bartolotti unterschrieb eine Empfangsbestätigung und gab dem Postboten 50 Pfennig Trinkgeld. Nachdem der Postbote die Wohnung wieder verlassen hatte, zündete sich die Frau Bartolotti eine Zigarre an und setzte sich auf einen Küchenstuhl vor das große weiße Paket. Sie dachte nach. Wolle ist es nicht. Wolle wiegt nicht so schwer. Ein Wollpaket in dieser Größe hat höchstens 5 Kilo oder 6. Liebes Kind, du hast doch nicht wieder eins von den Sonderangeboten bestellt. Das ist ein Tick von dir, das weißt du. Aber da war etwas. Richtig, ein Sonderangebot verchromter Druckknöpfe samt Zwickzange und Stanzeisen.
Doch das kann unmöglich 20 Kilo wiegen. Vielleicht kommt das Paket von meinem guten Onkel Alois. Er hat mir schon 30 Jahre nichts mehr zum Geburtstag geschickt. Am besten, du machst das Paket jetzt auf. Die Frau Bartolotti nahm die Schnittlauchschere und durchschnitt die Paketschnur. Dann riss sie das weiße Packpapier vom Paket und dann hob sie den Deckel von dem großen Karton, der darunter war. Unter dem Deckel befand sich hellblaue Holzwolle. Auf der hellblauen Holzwolle lag ein blauer Briefumschlag. Darauf stand: An Frau Berti Bartolotti. Das bist du, liebes Kind. Also mach den Umschlag auf. Von Onkel Alois ist er nicht. Der hat keine Schreibmaschine. Von wem ist er dann? Lies den Brief, liebes Kind, dann wirst du es wissen. Sehr geehrte Frau Bartolotti, anbei die gewünschte Lieferung. Wir bedauern sehr, dass sich die Sache derart verzögert hat. Doch traten bedingt durch eine Umstellung in unserem Produktionsverfahren unerwartete Schwierigkeiten auf, die wir nun erst beheben konnten. Falls Sie, was wir nicht hoffen, jetzt keine Verwendung mehr für unsere Lieferung haben, können Sie uns selbige natürlich postwendend und portofrei zurückschicken. Wobei wir darauf aufmerksam machen müssen, dass wir selbstverständlich aus hygienischen Gründen nur verschlossene Dosen zurücknehmen dürfen. Unterschrift nicht zu lesen. Liebes Kind, nun weißt du immer noch nicht, was in dem Paket ist. Halt! Da ist ja noch ein Zettel. Die Ware ist in einwandfreiem Zustand und mehrmals geprüft aus unserem Betrieb entlassen worden. Die Frau Bartolotti beugte sich über den Karton und begann in der hellblauen Holzwolle zu graben. Sie spürte unter der Holzwolle etwas Glattes, Hartes, Kühles. Sie nahm die Holzwolle aus dem Karton und sah nun eine große, silberne, glänzende Konserve. Die Konserve war ungefähr so hoch wie ein Herrenschirm und so dick wie der Stamm einer 30 Jahre alten Buche. Die Konserve hatte kein Etikett. Der eine Deckel trug die Aufschrift oben, auf dem anderen Deckel stand unten. Die Frau Bartolotti rollte die Konserve aus dem Karton heraus und stellte sie auf, so dass oben oben war und unten unten. Sie klopfte an den Dosenbauch. Fruchtsalat ist das keiner. Vielleicht Popcorn. Das sieht eher nach Corned Beef aus, liebes Kind. 20 Kilo Corned Beef. Ich fürchte, ich muss jetzt eine ganze Woche lang morgens, mittags und abends Corned Beef essen. Dafür brauche ich aber auch eine Woche lang nicht einzukaufen. Wenn ich nur wüsste, wie ich diese Menge in meinen Kühlschrank kriege. Ach, liebes Kind, reg dich nicht auf. Da ist ein Blechring, wie bei den Corned Beef Büchsen. Wenn man daran zieht... Liebes Kind, lass das bleiben, das könnte schief gehen. Ah. Wie bitte? Liebes Kind, mach die sonderbare Büchse daran nicht auf. Gleich hab ich sie auf. Nanu, liebes Kind, so riecht kein Corned Beef. Das riecht nach Karbol und Spital und... Es war sehr gut, dass der Küche, denn die Frau Bartolotti bekam an den Nägeln zu zittern. Es wurde ihr ein bisschen schwindelig. Sie schwankte und plumpste auf den Küchenstuhl. Der, der in der Konservendose hockte, sagte: Guten Tag, liebe Mutter. Was sehe ich? Ein verschrumpelter Zwerg mit einem verschrumpelten Kopf mit 1000 Falten. Alles verschrumpelt. Arme, Hals und Brust. Liebe Mutter, die Nährlösung ist im Deckel. Wie? Was? Liebes Kind, du musst jetzt Ruhe bewahren. Schau genau hin. Siehst du, da am oberen Deckel der Konserve ist ein hellblauer Beutel. Bitte, liebe Mutter, nimm ihn heraus. Wahrhaftig, es steht tatsächlich Nährlösung darauf. Und was mache ich damit? Liebes Kind, darunter steht eine Gebrauchsanweisung. Lies sie schnell. Inhalt in 4 Liter lauwarmem Wasser auflösen und sofort nach Öffnen der Dose über den Doseninhalt gießen. Aha, so ist das. Man muss eine Ecke vom Beutel abreißen
Wo habe ich denn meine Schere? Es wäre sehr nett, wenn du dich beeilen würdest, denn ohne Nährlösung halte ich mich nicht lange an der frischen Luft. Hast du gehört, liebes Kind? Du musst dich beeilen. Also los! Die Nährlösung war dunkelbraun. Die Frau Bartolotti rührte mit einem Kochlöffel im Eimer herum. Das Wasser wurde hellbraun. Dann goss die Frau Bartolotti das hellbraune Wasser langsam über den Kopf des verschrumpelten Zwerges. Sie hatte eigentlich erwartet, dass das hellbraune Wasser wie eine Dusche über den Zwerg hinunterrinnen würde. Doch das geschah nicht. Der verschrumpelte Zwerg saugte das ganze hellbraune Wasser auf und wurde dabei immer glatter und sah bald nicht mehr aus wie ein Zwerg, sondern wie ein ziemlich normales Kind. Als die Frau Bartolotti alle 4 Liter ausgegossen hatte, stand ein Junge in der Dose, den man auf ungefähr 7 Jahre schätzen konnte. Er hatte eine glatte Kinderhaut, rosa Wangen, hellblaue Augen, weiße Milchzähne und blonde Locken. Übrigens war er nackt. Der Junge stieg aus der Konserve heraus. Er hielt der Frau Bartolotti einen hellblauen Briefumschlag hin. Meine Papiere! Taufschein, Staatsbürgerschaftsnachweis und etliche Impfzeugnisse. Vater Konrad August Bartolotti, Mutter Berti Bartolotti, geboren am 23.10.67, Geburtsort unbekannt. Liebes Kind, das ist noch ein Brief. Mach ihn auf, schnell. Liebe Eltern, hiermit ist Ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen. Wir, die Erzeuger, wünschen Ihnen viel Glück und viel Vergnügen mit Ihrem Nachwuchs. Möge er Ihnen stets zur Freude gereichen und die Erwartungen erfüllen, die Sie in ihn und unsere Firma gesetzt haben. Unsere Firma hat alles getan, um Ihnen einen erfreulichen, angenehmen, vielversprechenden Nachwuchs zu gewährleisten. Tun Sie nun das Ihre. Es wird Ihnen sicher nicht schwerfallen, da unsere Erzeugnisse besonders leicht zu handhaben und zu beaufsichtigen sind. Zumal naturbedingte Fehler und Mängel bei unserem technisch hochentwickelten Fertigprodukt wegfallen. Zum Schluss noch eine Bitte. Unser Nachwuchs ist derart konstruiert, dass er neben der üblichen Aufsicht und Wartung auch Zuneigung braucht. Vergessen Sie das bitte nicht. Viel Freude für die weitere Zukunft wünscht Ihnen. Unterschrift wieder nicht zu lesen. Der 7-jährige Junge, der laut Taufschein Konrad Bartolotti hieß, klapperte mit den Zähnen und eine Gänsehaut hatte er auch. Hast du keine Kleider? Kleider werde ich hier bekommen, hat es geheißen. Hast du keine? Ich wusste ja nicht. Was wusstest du nicht? Na, dass sie dich schicken. Wir werden nur auf Bestellung geschickt. Oder hat sich die Vertriebsabteilung in der Adresse geirrt? Nein, nein. Die Vertriebsabteilung hat sich nicht geirrt. Ganz gewiss nicht. Nur ich habe nicht gewusst, dass du heute kommst. Ich habe gedacht, es würde erst in 8 Tagen soweit sein. Bist du froh, dass ich hier bin, Mutter? Ja, ich bin sehr froh, dass du da bist, Konrad. Die Frau Bartolotti führte den Konrad ins Schlafzimmer. Der Konrad legte sich ins Bett. Er schlief sofort ein, denn er war ziemlich müde vom Dosenöffnen. Dosenöffnen nimmt einen sehr mit. Die Frau Bartolotti ließ die Jalousien vor den Fenstern herunter und schlich auf 10 Spitzen aus dem Schlafzimmer. Sie setzte sich auf den Schaukelstuhl und holte eine dicke Zigarre aus dem Zigarrenkästchen. Nachdem die Frau Bartolotti 3-mal Tiefrauch aus der Zigarre gezogen hatte, fiel ihr ein, dass sie sich vor ziemlich langer Zeit, damals als sie noch mit dem Herrn Bartolotti zusammenlebte, tatsächlich ein Kind gewünscht hatte. Aber ich hätte es mir doch gemerkt, wenn ich ein Kind bestellt hätte. Liebes Kind, du hast ja auch nicht gemerkt, dass du 1 Zentner Reißnägel bestellt hast. Reißnägel sind was ganz anderes als Kinder. Eine derart ungewöhnliche Bestellung hätte ich nicht vergessen. Tibetanische Gebetsmühlen sind noch ungewöhnlicher als Kinder. Die hast du auch vergessen. Naja, es wäre ja möglich, dass Bartolotti die Bestellung aufgegeben hat.
Liebes Kind, erinnere dich, hatte damals nicht mindestens 3 Wochen lang jeden Tag gefragt, ob nicht ein Paket gekommen ist. Ja, ja, das war's. Damals hat er auf das Kind gewartet. Ja, ja. Am nächsten Morgen fuhr die Frau Bartolotti einkaufen. Als sie zurückkam, lag der Konrad nicht mehr im Bett. Er stand am Wohnzimmerfenster, war in ein Laken gewickelt und schaute auf die Straße hinunter. Guten Morgen, Mutter. Guten Tag, Konrad. Warum hast du mich hochgehoben und dann wieder hingestellt? Ich wollte dich küssen, aber ich weiß nicht, ob dir das recht ist. Kinder werden dann von den Eltern geküsst, wenn sie brav gewesen sind. Warst du brav? Ich war allein zu Hause und habe nichts zerbrochen und nichts beschädigt. Das Laken allerdings habe ich von der Matratze gezogen und mir um den Bauch gewickelt. Doch ich hoffe, dass das nichts Unrechtes war. Mir war nämlich etwas kalt. Das war garantiert nichts Unrechtes. Und dann, glaube ich, kannst du mich küssen. Denn, mein Junge. Übrigens, ich war einkaufen. Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe. Das sollst du anziehen. Gefällt dir das? Na? Ich glaube, dir gefällt das alles gar nicht richtig. Oh doch, wenn es dir gefällt, dann bin ich damit zufrieden. Es soll aber dir gefallen, du musst das Zeug ja anziehen. Ich weiß nicht, was jetzt Mode ist, nur... Was nur? Also bitte, wenn du willst, dass ich es sage. Ja, sag es nur. Ich habe es lange aus dem Fenster geguckt und da habe ich viele Kinder gesehen. Aber die haben ganz andere Sachen angehabt. Was haben sie denn angehabt? Hellgraue Hosen und karierte oder gestreifte Hemden und darüber blaue oder braune Jacken. Ach, weil die Leute so schrecklich langweilig sind, weil sie keine Fantasie haben und immer dasselbe wollen und sich gar nichts trauen. Schau mich an, ich habe auch lauter Sachen, die andere Leute nicht tragen. Gut, gut, ich sehe es schon ein. Alle Leute sind nicht so wie ich. Wenn du willst, dann kaufe ich dir morgen eine blaue Hose und ein kariertes Hemd und eine blaue Jacke, ja? Nein, ich ziehe das hier an. Was ist das? Ein T-Shirt. Und was für eins. Mit bunter Flitterstickerei. Und die Hose, die du gerade anziehst, die ist aus Kordsamt. Violett. Sieh mal die grünen Knieherzen. Konrad, du siehst zauberhaft aus. Wirklich einmalig toll. Du bist das schönste Kind, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Komm. Schau in den Spiegel, dann wirst du sehen, wie schön du bist. Danke, nein, bitte. 7-jährige Jungen sollen nur beim Ohrenwaschen und beim Zähneputzen in den Spiegel schauen. Sonst werden sie eitel. Entschuldige. Um Himmels Willen, das Eis zerrinnt ja. Schau her, das wird dir schmecken. Soll man Eis nicht nur im Sommer essen? Ach wo. Eis kann man immer essen. Mir schmeckt es im Winter besonders gut. Aber sollte man Eis nicht nur als Nachtisch essen? Entschuldige, mein Herzblatt, ich habe ganz vergessen, dass du sicher Hunger hast. Ich werde dir ein Schinkenbrot machen. Oder willst du lieber ein gekochtes Ei? Ich habe keinen Hunger. Keinen Hunger? Der Nährlösungsüberguss macht einen für 26 Stunden satt. Ich war mir nur nicht sicher, ob man Eis essen darf, wenn man nichts anderes im Magen hat. Himmel, Donnerwetter, warum fragst du denn dauernd, was man darf und ob man darf? Ein 7-jähriger Junge muss das doch. Die Frau Bartolotti aß also das Eis allein und der Konrad saß ihr gegenüber und schaute zu. Nach einer Weile fragte er, wo darf ich spielen? Wo? Ich meine, wo ist meine Spielecke? Du kannst jede Ecke haben. Dankeschön, aber eine Ecke genügt mir. Na, dann such dir eine aus. Wo störe ich denn am wenigsten? Wen stören? Dich? Mich störst du überhaupt nicht, wirklich nicht. Von mir aus kannst du überall spielen. Dann nehme ich diese Ecke hier. Hast du schon gesehen, was ich dir alles gekauft habe? Sieh mal, das ist ein Teddy. Und das ist eine Puppe und ein Bilderbuch. Bausteine sind auch da. Ich glaube, es ist besser und vernünftiger für einen 7-jährigen Jungen, eine Zeit lang nur mit einer Sache zu spielen und sich ganz auf diese Sache zu konzentrieren. Sonst wird man nämlich sehr nervös. Entschuldige bitte, das habe ich nicht bedacht. Wie wär's also mit der Puppe? Puppen sind für 7-jährige Mädchen. Schade, sie sieht so hübsch aus. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich es mit dem Baustein spielen. Und ich werde ein bisschen arbeiten. 3 Zentimeter Teppich mindestens.
Weil die Frau Bartolotti mit Teppichknüpfen beschäftigt war, merkte sie nicht, wie schnell die Zeit verging. Auf einmal war es Abend. Plötzlich stand Konrad neben ihr. Mein Gott, Junge, dich habe ich ganz vergessen. Nicht wahr, du hast Hunger? Ein wenig, bloß eine Spur. Eigentlich bin ich aus einem ganz anderen Grund gekommen. So, warum denn? Ich wollte etwas singen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was ein 7-jähriger Junge singt. Darauf hat man mich nicht vorbereitet. Sag mal, wie hat man dich überhaupt vorbereitet? Hast du da Lehrer gehabt oder waren das Arbeiter? Magst du nicht darüber reden? Ich soll nur im Notfall darüber sprechen. Ist das ein Notfall? Nein, ein Notfall ist das sicher nicht. Also singen wolltest du. Liebes Kind, was hast du denn gesungen, als du 7 Jahre alt warst? Zuerst fiel ihr ein, wer hat denn den Käse zum Bahnhof gerollt? Doch dann wusste sie den Text nicht weiter. Dasselbe passierte ihr mit »Mein Papagei frisst keine harten Eier«. Als die Frau Bartolotti dann »Herr Meier kam geflogen« auf einem Fass Benzin sang, bemerkte sie, dass Konrad bleich und immer bleicher wurde. Schnell sang sie das lustige Lied »Irgendwo auf einem Klo sitzt ein Flo und spielt Jojo«. Konrad, was ist denn? Ich muss weinen, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. 7-jährige Jungen sollen aufmerksam zuhören, wenn die Mütter reden, erzählen oder singen. Aber 7-jährige Jungen sollen sofort weghören, wenn etwas Unanständiges geredet oder erzählt oder gesungen wird. Hab ich denn was Unanständiges gesungen? Du lieber Himmel, ich verspreche dir, dass ich es nie wieder tun werde. Nie wieder. Bist du nun zufrieden? Ja. Es klingelt. Liebes Kind, das kann nur Egon sein. Richtig. Heute ist Samstag und somit Freundschaftstag. Ach, der Egon. Den hätte ich fast vergessen. Die uralte Frau Meier, die Nachbarin, sagte, wenn sie von der Frau Bartolotti sprach, die junge Frau Bartolotti. Der Enkel von der uralten Frau Meier, der kleine Michi, sagte, die alte Frau Bartolotti. Und der Herr Egon, der in der Apotheke die Pulver und die Zäpfchen und die Salben verkauft, sagte, die Berti Bartolotti ist eine Frau in den besten Jahren. Deshalb kam er sie auch jeden Samstag besuchen. Du, ich habe 2 wunderbare Opernkarten. Ich habe ein wunderbares Kind. 2. Reihe, 1. Rang, Mittelgang. Wie bitte? Was bitte? Guten Abend, mein Herr. Das ist mein Sohn. Er ist 7 Jahre alt und heißt Konrad. Dein Sohn? Konrad, mein Herzblatt. Ich glaube, im Fernsehen ist jetzt eine Kindersendung. Fein! Zuerst den oberen Knopf herausziehen und dann den 3. von unten hinein. Danke, ich weiß. Fernsehbedienen hat man uns gelehrt. Da kommt der Kasper. Sag doch was, Egelein. Schick ihn zurück. Schäm dich, komm. Der Kasper Kullerkopf. Guten Tag, alle miteinander. Schau ihn doch an. Na? Nein. Guten Tag, Herr. Den kleinen Kerl kann man nicht zurückschicken. Eben. Übrigens hatte der Konrad noch immer keinen richtigen Hunger. Auch später nicht, als es eigentlich Zeit zum Schlafen gehen war. Vielleicht magst du einen Bonbon. Naschen am Abend vor dem Zubettgehen ist sehr, sehr schädlich. Bertilein, du hast keinen Verstand. Das Kind ist klüger als du. Sei doch froh, dass du ein Kind hast, das erkennt, wie schädlich Zucker für die Zähne ist. Pappalapapp, so ein kleiner Bonbon. Dann nimm. Na, schmeckt's? Danke, es war sehr gut. Aber es bedrückt mich. Da siehst du, was du angerichtet hast. Geh, Konrad, so ein kleiner Bonbon kann doch nicht im Magen drücken. Da müsstest du eine ganze Tüte leer essen. Er drückt ja gar nicht im Magen. Nicht? Ja, aber... Er bedrückt mich auf der Seele, weil Bonbonessen vor dem Zubettgehen verboten ist. Alles, was verboten ist, bedrückt mich. Entsetzlich. Das ist der prächtigste Knabe, den ich je gesehen habe. Wenn alle Kinder so wären, dann hätte ich längst eines. Egelein, du bist ein Trottel. Hör zu, Konrad, wie wär's, wenn du Vater zu mir sagen würdest? Später, nachdem Konrad in seinem Kinderbett eingeschlafen war, fragte die Frau Bartolotti, Sag mal, Egelein,
Was redest du da von einem Vater? Konrad braucht dringend einen Vater. Er hat ja einen. Das steht doch in seinem Taufschein. Konrad August Bartolotti, das ist sein Vater. Wenn das sein Vater ist, dann soll er gefälligst zurückkommen und sich um die Aufzucht dieses herrlichen Kindes kümmern. Das ist nämlich seine Pflicht. Nein, mein Ehemaliger soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Dorthin habe ich ihn nämlich gewünscht, als er... Naja, reden wir nicht mehr darüber. Ich bin ganz deiner Meinung, liebe Berti. Deshalb werde ich jetzt Vaterstelle an dem Jungen vertreten. Na schön, mir soll es recht sein. Du musst morgen zur Schule gehen und ihn anmelden. Morgen ist Sonntag, da haben die Schulen Ruhetag. Dann eben übermorgen. Ich werde dafür sorgen, dass Konrad eine gute Ausbildung erhält. Pass auf, der Konrad bringt eine dicke Eins nach der anderen nach Hause. Wäre ja auch kein Wunder bei dem Vater. Weißt du, Bertilein, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber es ist einfach herrlich, Vater zu sein. Am nächsten Morgen erwachte die Frau Bartolotti viel früher als sonst. Sie rieb sich die Augen und schaute zum Bett von Konrad hinüber. Das Kinderbett war leer. Die Frau Bartolotti erschrak. Sie sprang aus dem Bett und lief zur Wohnzimmertür. Sie sah Konrad in der Spielecke sitzen. Er war gewaschen und frisiert und stellte Bausteine aufeinander. Das sind die Einer, das sind die Zehner und das sind die Hunderter und... Konrad, was machst du da? Ich übe Rechnen. Ich werde doch wohl morgen in die Schule gehen. Das ist gut, wenn ich ordentlich vorbereitet bin. Ordentlich, ordentlich. Ich kann dieses Wort nicht ausstehen. Es ist genauso hässlich wie solide und regelmäßig oder manierlich. Pfui Teufel. Wir wollen endlich frühstücken. Komm. Bitte, Mutter, hör mir einen Augenblick zu. Ich möchte mich heute für die Schule vorbereiten. Ich habe schon Rechnen und Schreiben und Lesen gelernt. Aber ich weiß natürlich nicht, wie weit die Kinder meines Alters hier in der Schule sind. Ich leider auch nicht. Darum sei so nett und geh zu einem 7-jährigen Kind und borge dir seine Schulbücher aus, damit ich sie durchsehen kann. Mach ich, mein Junge, mach ich. Gleich nach dem Frühstück gehe ich zu der Familie Rusika. Die hat eine 7-jährige Tochter. Die Frau Bartolotti redete nicht viel mit den Leuten im Haus. Deshalb war der Herr Rusika sehr erstaunt, als es klingelte und die Frau Bartolotti vor der Tür stand. Sie wünschen bitte. Lieber Herr Rusika, mein Sohn soll morgen in die Schule kommen und er will vorher noch die Schulbücher durchsehen. Und weil Ihre Tochter doch auch 7 Jahre alt ist wie mein Sohn, dachte ich, Sie könnten so gut sein und ihm die Schulbücher für den heutigen Nachmittag borgen. Ja, gern. Sie haben einen Sohn, Frau Bartolotti? Psst, so etwas fragt man nicht. Geh und hole deine Schulbücher. Ja, ich lauf schon. Ich bringe ihm die Bücher am Abend wieder zurück. Es passiert ihm nichts. Mein Sohn ist sehr ordentlich. Hier sind sie, die Bücher meine ich. Danke, mein Kind. Bis nachher, also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie hat einen Sohn. Ich friss einen Besen, wenn die einen Sohn hat. Und wenn sie einen hat, wieso hat er dann keine Schulbücher? Und wenn er schon 7 ist, wieso kommt er erst morgen in die Schule? Kann ich nachher hinaufgehen und mir den Sohn ansehen? Du kannst doch nicht einfach zu ihr gehen. Sie hat dich doch nicht eingeladen. Ich kann mir doch meine Bücher zurückholen. Tja, das ist eine Möglichkeit. Aber nicht zu früh. Das würde zu neugierig aussehen. Am Nachmittag kannst du hinaufgehen. Die Frau Bartolotti brachte dem Konrad die Schulbücher und dann einen Bleistift und einen Füllfederhalter und viel kariertes und liniertes Papier, und der Konrad rechnete und blätterte in den Büchern und las laut und las leise und schrieb Worte auf und schrieb Sätze auf und nickte dabei dauernd mit dem Kopf. Die Frau Bartolotti kam sich ziemlich überflüssig vor und beschloss endlich, die langen Fransen an dem grünen Teppich zu knüpfen. Aber dann kam, völlig unerwartet, der Herr Egon. Du, was machst du denn hier? Wieso? Ich hoffe, ich störe euch nicht. Du störst natürlich nicht. Aber Samstag war gestern und Dienstag ist erst übermorgen. Das sind doch unsere Freundschaftstage, oder? Das hat doch nichts mehr zu bedeuten. Jetzt bin ich doch Vater. Ach so. Ja, deshalb also. Wie oft bitte kommt denn so ein Vater? So oft er kann. Du kannst ja sehr oft. Als Apotheker hast du ja Zeit. Natürlich. Wir werden jetzt jede freie Minute zusammen sein. Natürlich nur, wenn der Konrad nicht schläft.
Wenn er schläft, braucht er seinen Vater ja nicht unbedingt. Übrigens, der Junge kommt natürlich sofort in die dritte Klasse mindestens. Noch besser wäre die vierte. Ein Siebenjähriger kann nicht in die vierte Klasse gehen. Wenn er so gescheit wie mein Konrad ist, dann schon. Dein Konrad? Wieso dein Konrad? Nein, entschuldige, unser Konrad meine ich. Mein Konrad meine ich. Wir wollen nicht streiten und schon gar nicht vor dem Kind Bertilein. So viel Leute, ist schon klar, dieses Muster, Exemplar von einem lieben Knaben, wird endlich auch Eltern haben. Sie lieben beide diesen Sohn, der kam ins Haus per Pappkarton. Seht mal her, es gibt einen Schüler mehr, denn Konrad, wie wir sehen, der will in eine Schule gehen, und zwar sofort in Klasse 3. Mal sehen, ob es bleibt dabei. Im Lesebuch hatte der Konrad etliche Sachen entdeckt, von denen er keine Ahnung hatte. Er wusste nicht, was ein Nikolaus und was ein Christkind ist. Deshalb hielt der Herr Egon einen Vortrag über den Nikolaus und über das Christkind. Also, ich wiederhole, das Christkind hat Flügel und kommt aus dem Himmel und schwebt herunter und beschenkt alle Kinder. Die reichen Kinder bekommen viel, die armen Kinder bekommen wenig und die ganz Armen bekommen nichts. Der Nikolaus hat keine Flügel, sondern einen goldenen Stab. Er kommt 3 Wochen vor dem Christkind und verteilt auf ähnliche Art und Weise seine Gaben. Stimmt das? Also, weißt du, Konrad, ich glaube, ich habe das nicht so richtig... Also, weißt du... Quatsch, keine Opern, Egelein. Hör zu, Konrad. Nichts, was er gesagt hat, stimmt. Gar nichts. Es gibt kein Christkind und kein Nikolaus und einen Osterhasen gibt es auch nicht. Ein was bitte? Ein Osterhasen. Das sind alles Sachen, die die Eltern und die Omas und die Onkels den Kindern erzählen. Und warum tun sie das? Was weiß ich. Ich glaube, die Erwachsenen freuen sich ganz mächtig, wenn sie den Kindern einen Bären aufbinden können. Aber Bertilein, ich muss schon sehr bitten. Lass mich ausreden. Nein, Bertilein, so spricht man nicht vor Kindern. Was wahr ist, ist wahr. Komm, Konrad, wir gehen spazieren. Die Mutti ist heute nicht allzu gut gelaunt. Vater, ich bin soweit. Schon? Ich habe mir nur meine Mütze aufgesetzt. Auf Wiedersehen, Mutter. Ein Kind zu bekommen, na schön, na gut, dagegen ist ja nichts zu sagen. Aber der Vater wurmt mich. Den habe ich garantiert nicht gebraucht. Und bestellt habe ich ihn auch nicht. An diesem Tag passierte nicht mehr viel. Die Kitty Rusika kam und bat um ihre Schulbücher und war sehr enttäuscht, dass der Sohn von der Frau Bartolotti mit seinem Vater spazieren war. Dafür bekam sie von der Frau Bartolotti eine Puppe geschenkt, die Kitty erst gar nicht annehmen wollte. Aber dann nahm sie sie doch. Am nächsten Morgen wachte die Frau Bartolotti schon um 4:30 auf. Das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie so früh munter wurde. Sie kletterte leise aus dem Bett. Aber Konrad war schon wach. Konrad, warum bist du denn schon auf? Es ist doch noch so früh. Ich kann nicht mehr schlafen, weil ich mich schon so auf die Schule freue. Was meinst du, ob ich auch in die zweite Klasse komme wie Kitty Rusika? Am liebsten möchte ich gleich in die dritte Klasse. Das werden wir sehen, das werden wir alles sehen. Jetzt frühstücken wir erstmal. Wenn man, wie Konrad, gleich in die dritte Klasse gehen will, braucht man ein Abschlusszeugnis von der zweiten Klasse. Der Konrad ging zur Küchenanricht und holte den blauen Plastikumschlag, in dem seine Dokumente gewesen waren. Hier haben wir das Zeugnis.
Von welcher Klasse? Die Klasse muss ich erst einsetzen. Hier. Zeugnis für Konrad Bartolotti. Toll. Nicht wahr? Turnen, singen, zeichnen, betragen, lesen, schreiben, rechnen, Naturkunde und Deutsch. Alles Note sehr gut. Sag mal, von welcher Schule ist denn das Zeugnis? Da oben steht es, fett gedruckt. Deutsche Schule zu Kaire, Kongo. Toll. Wieso toll? Wegen der Einser? Du warst doch wohl nie im Kongo, oder? Nein, leider nicht. Aber du kannst beruhigt sein, das Zeugnis gilt trotzdem. Die Lehranstalten der Fabrik war eine Filiale der Schule zu Kaire. Übrigens, in Kaire ist ab 4 Jahren Schulpflicht. Mein Alter stimmt also auch für die 3. Klasse. Na schön, gehen wir. Moment, Mutti, ich brauche das Zeugnis noch. Wozu? Ein Füllfederhalter, bitte. Danke. Was tust du da? Ich fülle die Hinterseite des Zettels aus. Ich meine, die Stellen mit den gepunkteten Linien. So. Lies mal. Der Schüler Konrad Bartolotti ist sehr gut geeignet, in die 3. Klasse aufzusteigen. Wieder diese unleserliche Unterschrift. Die Unterschrift muss sein, genau wie der Stempel. Sonst ist es nicht amtlich. Die in der Fabrik haben an alles gedacht. Mal sehen, was man in der Schule dazu sagt. In der Schule ging die Frau Bartolotti mit Konrad an der Hand auf die Tür mit dem Schild Direktion zu. Neben der Tür wartete bereits der Apotheker Egon. Egon, Egilein, wieso bist du hier? Psst, nicht so laut. Antworte. Ich bin doch der Vater. Ich meine, wenn es Schwierigkeiten geben sollte, braucht ihr mich. Ich muss euch doch beistehen. Egon, ich bitte dich, geh nach Hause oder in deine Apotheke. Geh, wohin du willst, aber geh. Ich denke nicht dran. Ich bin der Vater und ich bleibe. Ja, bitte. Sie wünschen, bitte. Wir möchten unseren Sohn in der Schule anmelden. Anmelden? Jetzt? Wieso? Für die 1. Klasse? Das hätten Sie doch im Frühjahr tun müssen. Er kommt nicht in die 1., sondern in die 2. Klasse, bitteschön. In die 3. kommt er, in die 3. In der 2. war er schon in Kaire. In Kaire war er in der 2. Klasse. Ja, ich muss zum Unterricht. Die Frau Kollegin Steins ist krank, ich muss sie vertreten. Ich muss in die 3a. Aber dann setzte sich die Frau Direktor doch hinter den Schreibtisch und ließ sich von der Frau Bartolotti die Dokumente und die Impfbescheinigungen und das letzte Jahreszeugnis geben. Der Herr Egon starrte ergriffen auf das Zeugnis der Deutschen Schule zu Kaire. Die Frau Direktorin starrte ebenfalls ergriffen darauf. Sie freute sich, einen derart guten Schüler aus einer derart weit entfernten Schule zu bekommen. Und dann nahm die Frau Direktor den Konrad gleich in die 3a mit. Mittags, Punkt 12, ging die Frau Bartolotti zur Schule, um den Konrad abzuholen. Vor dem Schultor stand der Herr Egon. Zuerst kamen eine Menge Buben aus der Schule heraus, dann eine Menge Mädchen, dann ein Haufen Mädchen und Buben und dann kam der Konrad. Bartolotti, Trotti, Trotti! Was schön? Hast du einen 1er bekommen? Nein? Wieso? Ach, der Kram, den die lernen, ist stinklangweilig. Konrad, wie sprichst du denn? Kindlich rede ich, so wie die anderen eben. Ich musste erst die richtige Diktion herausbekommen. Morgen werde ich reden und garantiert einen 1er bekommen, wenn es dich so sehr freut. Ist das nicht das ungezogene Kind, das unter dir wohnt? Ja, das ist die... Wünsche nicht, dass der Konrad mit diesem Kind Umgang hat. Dieses Kind hat mir nämlich schon mehrere Male die Zunge herausgestreckt. Mein Sohn wird mit diesem Kind sehr wohl Umgang haben. Und meiner nicht. Ach bitte, was soll ich jetzt tun? Soll ich nun Umgang haben oder nicht? Du sollst... Aua! Du tritt mir doch nicht dauernd immer auf den großen Zeh. Siehst du sollst, sagt dein Vater. Guten Tag, Frau Bartolotti. Guten Tag, Kitty. Ich habe heute Geburtstag. Ich gebe eine Party. Und ich würde mich freuen, wenn du heute auch kommst, Konrad. Um 3 geht's los. Tschüss, ciao, bis 3 dann. Ich bin dagegen. Sie ist kein manierliches Kind. Quatsch, keine Oper. Sie ist ein ganz normales Kind und hübsch ist sie auch. Rede, Konrad, liegt dir viel daran hinzugehen? Ich könnte dort das Kindliche noch besser lernen.
Konrad, die Sache ist sehr einfach. Wenn du heute zu Kitty gehst, dann bist du mein Sohn. Und wenn du dann am Abend in deinem Bett liegst, dann bist du sein Sohn. Ja, Mama. Ich wollte mit Konrad zum Rummel gehen. Egon, geh in deine Apotheke, wir haben zu tun. Wir müssen ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Wir haben auch kein Mittagessen für dich. Wir wollen allein sein, verstehst du? Also dann, auf Wiedersehen. Vater, tut mir leid. Wir brauchen dir nicht leid zu tun. Das ist dein alter Knölsch. Er ist mein Vater und ich mag ihn. Am Nachmittag saß der Konrad im Kinderzimmer der Kitty Rusika an der Geburtstagstafel. Es gab Kakao und Obsttorte und Würstchen und Apfelsaft. Außer dem Konrad und der Kitty waren noch andere Kinder da, auch Florian. Das war der, der Bartolotti Trotti Trotti hinter dem Konrad hergerufen hatte. Sie saßen also alle an der Geburtstagstafel. Und da passierte es. Mama, Mama, schnell der Kakao! Aber Kinder, könnt ihr nicht aufpassen? Die schöne Kaffeedecke und der Teppichboden. Kakaoflecke gehen so schlecht raus. Ich war's nicht, der da war's. So eine Gemeinheit, der Florian lügt. Konrad war's nicht, der Florian hat... Stimmt ja gar nicht. Nun streitet nicht auch noch. Geht rüber ins Wohnzimmer. Der Fleck muss erst trocken werden. Außerdem ist dort mehr Platz. Los, kommt. Im Wohnzimmer hatten sie genug Platz zum Sackhüpfen und zum Eierlaufen. Florian war der Letzte. Vor Wut rief er... Bartolotti Trotti, Bartolotti Trotti! Wenn du nicht sofort aufhörst, schmeiß ich dich raus. Ja, ja, schon gut. Ich habe ein Ratespiel bekommen. Hier, seht mal. Wollen wir das jetzt spielen? Blöde Fragen. Wieso? Wieso sind denn das blöde Fragen? Wie heißt die Hauptstadt von Polen? Warschau. Richtig. Wo steht der schiefe Turm? In Pisa. Was du alles weißt, Konrad? Hier, das ist schwer. Die Wurzel aus 144 ist? 12. Bäh, Angeber, du! Du, Konrad, wollen wir beide mit meiner Puppe spielen? Sehr gern, aber du musst mir zeigen, wie das geht. Ich kann nur mit der Eisenbahn oder mit Baustein spielen. Komm! Du bist der Vater, ich bin die Mutter. Im Wagen liegt unser Kind. Verstehst du das Spiel? Natürlich! Ich bin der Apotheker Egon und du bist die Frau Bartolotti. Hey, was soll das, Florian? Warum wirfst du mit Nüssen nach uns? Auf ewige Feindschaft! Du und da, Bartolotti Trotti. Später, als der Geburtstag zu Ende war, begleitete Kitty den Konrad in den zweiten Stock hinauf, bis zur Wohnungstür der Frau Bartolotti. Die anderen haben gesagt, dass ich deine neue Liebe bin. Stimmt auch. Wirklich? Wirklich. Du, Kitty, sagst du das nicht nur so, weil du mir Kummer ersparen willst? Keine Spur. Wirklich, ich mag dich. Ich mag dich sehr. Du gefällst mir besser als alle anderen. Das ist schön. Und morgen gehen wir zusammen in die Schule. Und nach Hause gehen wir auch zusammen. Und am Nachmittag gehen wir in den Park. Und wehe, wenn dir einer was tun will, der kriegt es mit mir zu tun. Ich bin nämlich sehr kräftig. Danke. Nachher fragte die Frau Bartolotti den Konrad. War's schön? Vieles war nicht schön, aber vieles war ganz herrlich. So ist es meistens im Leben, mein Sohn. Du, Mutter? Ja? Ist es richtig, wenn ein siebenjähriges Mädchen einen siebenjährigen Knaben beschützt? Sollte das nicht umgekehrt sein? Konrad, das ist doch Wurscht und einerlei. Hauptsache, der wird beschützt, der es nötig hat. Meinst du nicht, dass die anderen Leute darüber lachen könnten? Mensch, Konrad, nun merk dir bloß eins. Um das, was die anderen Leute sagen, braucht man sich nicht zu kümmern. Wenn du immer daran denkst, was die anderen tun und dann immer tust, was die anderen tun, dann wirst du zum Schluss genauso wie die anderen. Und dann kannst du dich selber nicht mehr ausstehen. Verstehst du das? Nein, aber die Kitty liebt mich. Oh, alle Achtung. Na sowas. Darauf müssen wir einen heben. Aber Mama. Ah, pardon. Ich meine, darauf muss ich einen heben. Auf dein Wohl, mein Sohn. Der Konrad war nun schon über 3 Wochen bei der Frau Bartolotti. An jedem Wochentag wartete die Kitty morgens um 7:45 am Treppengeländer im ersten Stock auf ihn und sie gingen zusammen zur Schule. Und an der Ecke bei der Hauptstraße wartete der Florian. Der schrie jedes Mal zur Begrüßung: Auf ewige Feindschaft! Arschgeier, Brummhummel, Klodeckel, Hottentott, Lackelblöder, Mondgesicht, Pissnäckel, Warzensau, Ziegenbock. Hör nicht auf ihn, Konrad. Schämst du dich nicht, so einen Stinker zum Freund zu haben? So einen miesen Knilch? Er ist nicht mies, wirklich nicht. Glaub mir doch. Und was war gestern in der Schule? Als wir alle gestreikt haben?
Was hat er da gemacht, der Bartolotti-Trotti? Ein mieser Streikbrecher! Pfui Teufel! Er hat recht, Konrad. Wenn ich nicht wüsste, wo du herkommst, wenn du es mir nicht erzählt hättest, wenn ich dich nur in der Schule kennengelernt hätte, ich könnte dich auch nicht ausstehen. Ist das wahr? Konrad, du musst dich ändern. Eines Tages kam ein Eilbotenbrief. Die Kitty und der Konrad saßen gerade mit der Frau Bartolotti im Wohnzimmer. Die Frau Bartolotti schaute den Brief verwundert an. Von wem kann er sein? Ach, das ist irgend so ein Reklameschreiben. Reklame kommt doch nicht per Eilboten. Mutter, der Brief kommt doch aus der Fabrik. Du kannst Frau Kitty ruhig darüber reden. Sie weiß Bescheid. Schnell, machen Sie den Brief auf. Was steht drin? Lies vor. Sehr geehrte Frau Bartolotti, wie wir bei einer Überprüfung unserer Auslieferungsabteilung bemerkt haben, ist uns ein bedauerlicher Irrtum unterlaufen. Was für ein Irrtum? Durch ein Fehlverhalten unseres Computers wurden Sie mit einem 7-jährigen Knaben beliefert, der Ihnen in keiner Weise zusteht. Wir ersuchen Sie daher, uns selbigen unverzüglich zurückzuerstatten. Die seinerzeit von Ihnen ausgefüllte Bestellkarte lautete auf 2 Stück Gedächtnisstützen, Marke Memoria, deren Produktion wir inzwischen eingestellt haben und die daher nicht mehr lieferbar sind. Also Gedächtnisstützen habe ich bestellt. Lies weiter, schnell. Wir ersuchen Sie, den Knaben unverzüglich bereitzustellen und werden ihn baldigst von unserem Kundendienst abholen lassen, um ihn den rechtmäßigen Eltern zuzustellen. Wir machen Sie auch darauf aufmerksam, dass Instantkinder auf Lebenszeit Eigentum der Fabrik bleiben und nur leihweise zur Aufzug und Benutzung an Eltern abgegeben werden. Jeglicher Einspruch ihrerseits ist also völlig zwecklos und der Rechtsweg total ausgeschlossen. Mit nochmaligem Bedauern und vorzüglicher Hochachtung. Die Unterschrift ist wieder unleserlich. Ist ja auch wurscht. Oh mein Gott. In den nächsten Tagen, schon in den nächsten Tagen. Sie werden ihn doch nicht wirklich hergeben wollen. Wenn er doch jemand anderem gehört. Und außerdem koche ich nicht ordentlich und habe zu viel Farbe im Gesicht. Und auch der Egon sagt, dass ich keine gute Mutter bin. Du bist meine Mutter und du bist eine gute Mutter. Da hören Sie es. Er will nur Sie. Aber du könntest zu einer Mutter kommen, die dir Vitamine gibt und die richtige Kinderlieder kann. Nein, ich möchte hierbleiben. Ich spüre das. Du spürst es wirklich? Na gut. Dann muss uns etwas einfallen, was gegen die Knülche hilft. Wir müssen etwas unternehmen. Schreib ihnen einen höflichen Brief, dass ich hierbleiben will. Lächerlich. Leute, die solche Briefe schreiben wie den da, solche Leute kümmern sich nicht um das, was du spürst, Konrad. Sie hat recht. Uns muss etwas Raffiniertes einfallen. Aber wenn es eine verbotene Sache ist, dann kann ich nicht mitmachen. Du weißt doch, dass ich das nicht kann. Verboten, verboten. Was geht uns das an, was diese blöde Fabrik will? Euch nicht, aber mich. Sie haben mich doch so eingeschult. Konrad, geh dort hinein. Ins Schlafzimmer? Warum? Frage nicht warum. Gehorche deiner Mutter. Kitty und ich haben etwas zu besprechen, was Kindern, die nichts Verbotenes tun dürfen, nicht hören soll. Der Konrad ging ins Schlafzimmer und schloss die Tür hinter sich. Die Frau Bartolotti aber beugte sich zur Kitty runter und erklärte ihr leise, was sie vorhatte. Das Gesicht der Kitty begann zu strahlen. Und als die Frau Bartolotti mit dem Erklären fertig war, rief sie: Ihr Plan ist sehr gut. Ich helfe Ihnen. Machen wir uns also an die Arbeit, aber flott. Vielleicht fällt es dem Gesindel ein, noch heute zu kommen. Darf ich jetzt wieder zuhören? Du darfst dich auf den Teppich legen, Konrad. Gut, wenn du es wünschst. Und nun einrollen. Den Konrad einrollen. So, das wäre geschafft. Der Junge ist eingerollt im Teppich. Kriegst du auch ordentlich Luft da drin? Ja, es geht. Ach, na dann los. Aber machen Sie bitte kleine Schritte. Sonst kommen wir aus dem Gleichschritt und es wackelt und dem Konrad wird schlecht. Mach ich. Und nun vorwärts.
Kitty hatte ihrer Mutter gesagt, dass sie der Frau Bartolotti helfe, ihren Teppich zur Reinigung zu tragen. Aber dahin kam der Teppich erst später. Zuerst gingen sie mit dem zusammengerollten Teppich in die Apotheke. Der Herr Egon staunte nicht schlecht, als die Frau Bartolotti den Teppich aufrollte und Konrad zum Vorschein kam. Was soll das? Er muss versteckt werden. Er muss versteckt werden. Ich werde dir alles erklären. Setz dich. Liebes Kind, die Apotheke ist voll Menschen. Noch sie hinaus und schließ ab. Das geht nicht. Also kurz und bündig. Wir haben den Konrad nur irrtümlich Geld bekommen. Sie wollen ihn wegholen. Wegholen? Den Konrad? Nein. Nein, nein, das dürfen Sie nicht. Siehst du? Und deshalb wird der Konrad jetzt eine Weile bei dir bleiben. Komm, Kitty, wir müssen weiter. Und ich? Du bleibst hier bei deinem Vater. Rühr dich nicht von der Stelle. Du bleibst hier im Hinterzimmer. Wehe, du gehst in den Laden. Es könnte dich jemand sehen. Später nimmt dich Vater mit in seine Wohnung. Hast du verstanden? Ja, Mutter. Als die Frau Bartolotti die beiden später nach Ladenschluss in der Wohnung des Herrn Egon besuchte, saß der Konrad an dem Tisch mit der schwarzseidenen Decke. Vor ihm lagen viele aufgeschlagene Lexika. Mutter, ich kann schon 67 neue Fremdwörter. Der Vater hat mich gerade geprüft. So? Jetzt unterbreite ich euch meinen grandiosen Plan. Entschuldige, Mutter, ich glaube, da nützt kein Plan. Die Leute von der Fabrik sind sehr schlau. Die finden mich überall, sie kennen tausend Tricks. Sie werden dich nicht finden. Denn bis sie dich finden, brauchen sie eine gewisse Zeit. Und wenn sie dich gefunden haben, dann wirst du nicht mehr du sein. Was soll das heißen? Setz dich gefälligst hin und hör mir jetzt nach. Der Kundendienst sucht nach einem braven, sehr manierlichen, willigen, fügsamen Instantknaben. Nach dem Erzeugnis eben, das Sie ausgeliefert haben. Also müssen wir das Erzeugnis derart verändern, dass diese Leute ihr eigenes Produkt nicht wiedererkennen. Willst du denn die Haare färben? Blöd, Mann. Ja, aber... Was ist das Gegenteil von brav? Schlimm. Das Gegenteil von leise. Laut. Das Gegenteil von artig. Frech. Und von fügsam? Rebellisch. Siehst du, Egon, so muss er werden, dann erkennen sie ihn nicht mehr. Nein. Willst du, dass sie ihn abholen? Nein. Dann musst du der totalen Veränderung des Produktes zustimmen. Muss das wirklich sein? Es muss sein. Bitteschön, der Plan ist wirklich sehr, sehr gut. Aber du weißt doch, Mutter, dass ich nicht anders sein kann, als ich bin. Ich habe es doch schon versucht. Der Kitty zuliebe habe ich es versucht und es ist nicht gegangen. Kompletter Unsinn. Also hör mal zu. Das ist doch Quatsch, dass du nicht anders sein kannst. Sie haben dich nicht so erzeugt, sondern sie haben dich so geschult. In der Endfertigungsabteilung. Und jetzt wird die Kitty dich umschulen. Sie haben dir das alles angewöhnt und die Kitty wird es dir jetzt abgewöhnen. Glaubst du wirklich, dass das geht? Wir werden es versuchen. Bereits am nächsten Vormittag klingelte es laut und ungeduldig an der Wohnungstür der Frau Bartolotti. Als sie öffnete, stand vor ihr ein Mann in einem hellblauen Overall. Sie wünschen bitte? Ja, ich soll die Fehllieferung abholen. Bedauere, die Fehllieferung ist vor 3 Tagen davongelaufen, spurlos verschwunden. Wohin? Dorthin, wo der Pfeffer wächst. Dort lebt nämlich sein Geburtsscheinvater. Das hätten Sie nicht zulassen dürfen. Schließlich ist er Eigentum meiner Firma. Zulassen, zulassen. Sie sind vielleicht gut. Zuerst schicken Sie mir ein Zeug, das ich nicht brauche und nicht haben will. Und dann kommen Sie und regen sich auf. Haben Sie den Verlust der Polizei gemeldet? Na, hören Sie mal, Sie himmelblauer Zwerg, Sie. Wer meldet denn der Polizei den Verlust von etwas, was er gar nicht haben will? Und jetzt scheren Sie sich zum Fabrikskuckuck, Sie knüllst. Sie werden noch von uns hören. Darauf können Sie sich verlassen. Er ist weg. Aber Sie werden wiederkommen, liebes Kind. Sie werden unter Garantie wiederkommen. Und sie kamen wieder. Gleich 3 Mann hoch, alle in hellblauen Overalls. Es dauerte eine Weile, bis sie die Wohnungstür eingeschlagen hatten. Sie war nämlich aus Eiche. Dann durchsuchten sie die ganze Wohnung. Schließlich kamen sie zu der Frau Bartolotti in die Küche.
Wir haben mit Ihnen zu reden. Wegen der von Ihnen veruntreuten Fehllieferung. Sie sind jetzt entlarvt. Wir haben genug Beweise. Dass Sie ihn weggeschafft haben. Nachdem Sie den Brief von der Firma bekommen haben. Komm, gehen wir. Hier finden wir ihn doch nicht. Aber wir finden ihn. Verlassen Sie sich drauf. Ja. Nein, sowas. Jetzt brauche ich einen dreifachen Magen, bitte. Abends um 7 konnte die Kitty der Frau Bartolotti durch den Entlüftungsschacht mitteilen, dass der Konrad grandiose Fortschritte machte. Sie verständigten sich jetzt immer so, wo sie nicht mehr miteinander gesehen werden durften. Er verändert sich fabelhaft. Hoffentlich geht es ihm gut. Er fragt immer nach ihm. Er will wissen, was sie machen. Kitty, wo steckst du? Hier, ich komme. Ich muss gehen, bis morgen. Mach's gut, Kitty. Was soll ich, Mutter? Stell dir vor, heute war eine Fürsorgerin bei mir. Nein. Doch, sie wollte die Adresse von Konrads Vater. Aber der wohnt doch da, wo der Pfeffer wächst. Leiblicher Vater hin, leiblicher Vater her. Zu mir hat der Konrad immer vom Apotheker Egon als Vater gesprochen. Hast du das der Fürsorgerin gesagt? Na klar. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Kitty ging am nächsten Morgen gleich zur Apotheke. Es war Punkt 8 Uhr und der Herr Egon zog gerade die Rollläden hoch. Aber Kitty, du sollst doch nicht so öffentlich und auffällig herkommen. Hat keinen Sinn mehr, sich zu verstecken. Sehen Sie mal zur Telefonzelle. Wer steht da? Ein Mann in einer hellblauen Uniform. Und wer steht an der Straßenbahnhaltestelle? Ein Mann in einer hellblauen Uniform. Und vor dem Blumenladen? Auch einer in einer hellblauen Uniform. Ein bisschen viel Himmelblau für einen so trüben Morgen, meinen Sie nicht? Du meinst, die sind alle von der Fabrik? Höchste Alarmstufe. Ich hole Frau Bartolotti. Um 10:30 kam ein Herr in die Apotheke, der hatte einen hellblauen Mantel an, eine silberne Brille auf der Nase und einen silbernen Aktenkoffer in der Hand. Hinter ihm kam einer in hellblauer Uniform und hinter dem kam ein ganz in Grau gekleidetes Ehepaar. Die Frau hatte eine winzige Spitznase und der Mann hatte eine riesige Glatze. Nur noch einen Augenblick. Gleich werden Sie Ihren Sohn in die Arme schließen können. Wird auch Zeit. Schließlich vertrösten Sie uns seit Wochen. Zunächst zu Ihnen, meine Herrschaften, zu Ihnen, den Kunden. Die Apotheke ist ab sofort geschlossen. Akute Seuchengefahr. Verlassen Sie sofort die Apotheke. Mein Herr, was fällt Ihnen ein? Meine Herrschaften, alles Lüge, keine Seuche weit und breit. So bleiben Sie doch. So, nun sind wir unter uns. Krieg ich jetzt endlich meinen artigen kleinen Jungen? Sofort, Gnädigste. So, Herr Apotheker, nun rücken Sie mal den Jungen heraus. Der Junge ist mein Eigentum. Sie haben kein Recht auf ihn. Und Sie schon gar nicht. Sie sonderbare Person, Sie. Nur über meine Leiche. Lass ihn nicht durch. Tritt ihn gegen das Schienbein. Au! Hier kommen Sie nicht durch. Es ist gar nicht nötig, dass ich ihn hole. Meine Instant-Kinder gehorchen aufs Wort. Konrad, komm sofort her. Hey, Sie, warum kommt er nicht? Wir haben ein folgsames Kind bestellt. Wissen Sie, er hört und hört nichts. Kinder sind nun mal so, da kann man sich den Mund fusselig reden. Nie hört er. Aber der Knabe, den wir bestellt haben, der hört doch aufs Wort. Tut er auch. Wahrscheinlich hindert ihn jemand am Herunterkommen. Wahrscheinlich hält ihn dieses Mädchen fest. Bleiben Sie hier und bewachen Sie den Ausgang. Wir stürmen jetzt die Bude. Nicht nötig, ich komme ja schon, du Trottel. Hoppla! So, und nun will ich wissen, welches Warzenschwein hat da wie eine gesenkte Sau nach mir gebrüllt? Herr Fabrikdirektor, Sie wollen doch nicht sagen, dass das der von mir bestellte Konrad ist. Halt das Maul, Alte! Oh, ich stehe da vor einem Rätsel, ehrlich. Onkel, ich kann ein schönes Lied singen.
Schlaf, Kindlein, schlaf, dein Vater ist ein Schaf, dein Vater ist ein Trampeltier. Unerhört, das soll ein wohlerzogenes Kind sein? Sie sind ja eine Betrugsfirma, ein Schwindelunternehmen. Reg dich nicht auf, Opa, sonst schneide ich dir deinen Schnurrbart ab, dann hast du gar keine Haare mehr. Was? Also, dieser Junge kann nicht aus meiner Produktion hervorgegangen sein. Das ist unmöglich, ganz unmöglich. Klar bin ich das, lüg doch nicht. Alle deine Produkte sind so. Oh. Aber die Kunden fallen drauf rein, weil sie doof sind. Bäh! Ein schreckliches Kind. Wir werden uns lieber einen Hund kaufen. Ja. Komm, ja. Amalie, jeder Dackel ist mir lieber. Wir gehen. Auf Wiedersehen. Warten Sie. Ich komme mit. Und was wird aus mir? Du gehst mich überhaupt nichts an, du Satansbraten, du. Schön, das zu hören. Meine Herren und Damen, es war mir ein Volksfest. Bitte Leute, schimpft nicht mehr, das Versandhaus hat es schwer. Der Chef rauft sich die Haare, es kauft niemand seine Ware. Die Käufer sind mit Recht verschreckt, weil Konrad böse Träume weckt. Das war aber sehr anstrengend. Mein armer Schatz. Mein armer Junge. Du warst herrlich, Konrad. Muss ich jetzt immer so sein? Gott bewahre. Muss ich jetzt wieder so sein wie früher? Gott bewahre. Ach, Konrad, das kriegen wir schon hin. Hier nun, Leute, kommt ein Kuss. Kitty Konrad küssen muss, weil alles sich gewendet und gut die Geschichte endet. Der Konrad bleibt doch nicht allein, darf Sohn von seinen Eltern sein.